Unser Meister, Antonio Vivaldi, wurde am 4. März 1678 in Venedig geboren und in dieser Kirche San Giovanni von Bragora getauft. Es wird erzählt, dass Antonio nach seiner Geburt an einem Brustleiden fast gestorben wäre. An diesem Stein wurde er notgetauft. Der Priester hatte ihm schon die letzte Ölung geben wollen, als der Kleine wie durch ein Wunder überlebte. Vivaldi hat sein Leben lang an dieser Krankheit gelitten. Wir hörten ihn oft husten und nach Atem ringen. Antonio war das älteste von 9 Kindern. Die streng religiöse und ziemlich arme Familie lebte in einem dieser Häuser neben der Kirche. Vivaldis Vater war Violinist in der Kapelle der Basilika auf dem San Marco-Platz. Er wollte, dass auch sein ältester Sohn Musiker wird und brachte ihm das Geigenspielen bei. Aber zuerst sollte Antonio Priester werden. Der Vater wusste, dass kein gewöhnlicher Bürger in Venedig auf eine Karriere hoffen konnte, ohne den Schutz und das Wohlwollen des Adels und der Kirche. Unser Meister war 18 Jahre alt, als er an einer Weihnachtsmesse in der Kapelle der Basilika von San Marco zum ersten Mal öffentlich Geige spielte. Einige Jahre später wurde Vivaldi zum Priester geweiht. Man sah ihn denn auch meistens im asketisch schwarzen Anzug der katholischen Priester. Er hat aber sein Amt wegen seinen gesundheitlichen Problemen nie wirklich ausgeübt. Vivaldis Traum war die Musik. Er lebte nur in der Musik. Er wollte der größte und berühmteste Geiger Europas werden. Und er wollte Sonaten, Konzerte, Oratorien und Opern schreiben. Am 1. September 1703 kam der 25-jährige Vivaldi als Musiklehrer in unser Seminario Musicale dell'Ospedale della Pietà. Die Pietà war nur einige Gehminuten vom San Marco-Platz und dem Dogenpalast entfernt. Man sieht auf dieser Zeichnung das Ospedale della Pietà rechts neben der Kirche Santa Maria della Pietà. Die Pietà war ein Waisenhaus. Wir waren einige hundert Mädchen. Wir wurden von Geistlichen und Nonnen erzogen. Viele von uns kamen hierher als Findelkinder, verstoßen von den Eltern, weil sie zu arm waren, um uns ernähren zu können. Andere wurden von ihren wohlhabenden Familien geschickt, um Musik zu studieren und ein Instrument zu lernen. Die Begabtesten unter uns durften in Vivaldis Musikunterricht. Der Meister hat uns die Komposition und die Ausführung von Konzerten gelehrt. Er hatte den Auftrag, jeden Monat mit uns 2 Konzerte einzuüben, die er selber komponierte und die wir dann aufführten. Wir waren ein Mädchenorchester. Vivaldi war stolz auf uns und wir auf ihn. Ein französischer Besucher sagte einmal, dass wir besser spielen als das Orchester der Pariser Oper. Thank you.
Dieser Stich wird als Porträt von Vivaldi ausgegeben. Er wurde von Lacave gezeichnet, einem Franzosen, der in Amsterdam lebte, wo Vivaldi seine Partituren drucken ließ. Dieses Porträt hat aber nur wenig Ähnlichkeit mit Vivaldi, so wie wir ihn in Erinnerung haben. Wir sahen unseren Meister manchmal fieberhaft und rasend schnell seine Noten schreiben. Manchmal strich er durch, was ihm nicht gefiel, dann schrieb er wieder weiter. Er sagte uns einmal, dass er oft ganze Nächte lang komponiere. Und am anderen Morgen kam er dann wieder mit den Noten und wir übten das neue Stück ein. Am meisten Konzerte hat Vivaldi für seine geliebte Geige geschrieben. Meistens spielte er nach seinen Noten, manchmal improvisierte er. Unser Meister hat die Idee von Torelli und Albinoni weitergeführt, einen Solisten vor das Orchester zu stellen und ihn dabei freizulassen, seine Technik und seine Qualitäten auszuspielen. Ein deutscher Besucher, der Vivaldi an einem öffentlichen Konzert gehört hatte, schrieb später, Vivaldi habe Geige mit einer unglaublichen Geschwindigkeit gespielt und dass er so etwas noch nie gehört und eigentlich für unmöglich gehalten hatte. Damals war Venedig die europäische Hauptstadt der Musik. Aus ganz Europa kamen Touristen, um sich unsere Opern und Konzerte anzuhören. Die Musik war wie ein Fest, das nie aufhörte. Ganz besonders natürlich während des Karnevals. 6 Monate im Jahr lebten die Menschen im Fieber des Karnevals, wo alles möglich und alles erlaubt war.
Die Musik unseres verehrten Meisters wurde in Venedig immer mehr gespielt. Sein Name als Geigenvirtuose und als Komponist war jetzt in ganz Italien bekannt und bald auch in ganz Europa. Obwohl Vivaldi viel unterwegs war, kam er auch immer wieder an die Pietà zurück, wo er mit uns seine Konzerte einübte und öffentlich aufführte. Wir freuten uns immer wieder, ihn zu sehen und mit ihm zu arbeiten. Vivaldis Musik überraschte uns immer wieder, wie die Sonne, die am frühen Morgen am Himmel erscheint. Wir empfanden sie jedes Mal von Neuem wie ein Geschenk und eine Offenbarung.
Venedig war im 18. Jahrhundert, was die Sitten betraf, eine libertäre Stadt. Eine Art erotisches Paradies. Vor allem während der Zeit des Karnevals, als fast alle Menschen Masken trugen. Überall sah man Kurtisanen. Viele Ehemänner hatten eine Geliebte, ihre Frauen einen Liebhaber, ohne dass sich irgendjemand daran störte. Venedig war damals die glücklichste Stadt auf der Welt. Einige unserer Mitschülerinnen kamen aus der Aristokratie und aus dem Bürgertum. Unter ihnen waren oftmals außerehelich geborene Kinder, die von ihren Familien verstoßen, in Klöstern aufgewachsen waren. (lacht) 1713, als 35-Jähriger, komponierte Vivaldi seine erste Oper. Im gleichen Jahr begann er eine Karriere als Theaterintendant. Er ließ seine eigenen Opern aufführen und inszenierte sie auch selber. Er nannte sich jetzt freier Opernunternehmer. 1725 lernte Vivaldi die 15-jährige Sängerin Anna Giraud kennen, die ihn von da an überall hin begleitete. Einige Jahre später wurde sie seine Primadonna Assoluta, die erste Sängerin in seinen Opern. Man sah sie immer zusammen. Niemand weiß, ob sie ein Paar waren. Eigentlich war unser Meister ja immer noch Priester. Die Kirche hat diese Beziehung jedenfalls nicht gern gesehen. Neben seinen Opern schrieb Vivaldi weiterhin religiöse Werke für die Kirche und für unsere Pietà. Thank you.
Man nannte Vivaldi den roten Priester wegen seiner roten Haare. Dieses Ölbild wird als ein Porträt von ihm ausgegeben, wegen einer roten Haarsträhne, die unter der weißen Perücke hervorschauen soll. Es scheint, dass alle großen Künstler früher oder später verklärt und in Mythen verwandelt werden. Thank you.
Zwischen 1718 und 1722 haben wir unseren Meister kaum mehr gesehen. Er war jetzt 40 Jahre alt und reiste von Stadt zu Stadt. Zuerst in Italien, dann in ganz Europa, wo seine Opern und Oratorien aufgeführt wurden. Wir hörten, dass er an italienische und europäische Fürsten- und Königshöfe eingeladen wurde. Man sagt, diese Federskizze von Pier Leone Gezzi aus dem Jahr 1723, als unser Meister 45 Jahre alt war, sei das einzig wahrhaftige Porträt von Vivaldi. Diese Zeichnung erscheint uns eher als eine humorvoll gemeinte Karikatur. Es ist Vivaldi und doch nicht Vivaldi. Er erschien uns als ungeduldig, zielstrebig, ambitiös, eigenwillig und selbstbewusst. Andere erlebten ihn aber auch als ängstlich und scheu. Vivaldi hatte viele Anhänger in unserer Stadt, aber auch viele Feinde.
Wir haben unseren Meister dann wieder mehrere Jahre nicht mehr gesehen. Er schien immer wie auf der Flucht zu sein, auf der Flucht vor Venedig, seiner Heimatstadt. Ein Gehetzter, der von Stadt zu Stadt, von Land zu Land reiste. Vivaldi verlor nach und nach seinen Rückhalt bei der Kirche. Das italienische Publikum wandte sich von ihm ab. Seine Musik wurde immer weniger gespielt. Nach seinem Tod erfuhren wir, dass Vivaldi nach Wien gereist war, um dort seine Opern aufzuführen. Seine Freundin Anna Giraud und ihre Schwester waren bei ihm. Der österreichische Kaiser Karl VI. Hatte ihn an seinen Hof eingeladen. Er starb aber einige Monate nach Vivaldis Ankunft in Wien. Unser Meister verlor damit seinen Gönner und Beschützer. Er soll sehr rasch verarmt sein. Er ist am 27. Juli 1741 an einem inneren Brand und hohem Fieber gestorben. Er war 63 Jahre alt. Später erfuhren wir, dass unser geliebter Meister am anderen Tag bei den unbekannten Toten im Massengrab eines Armenfriedhofs in Wien beerdigt worden war. Antonio Vivaldi hat mehr als 600 Konzerte geschrieben, ca. 90 Sonaten, mindestens 45 Opern und über 60 religiöse Werke. Er hat den Übergang von der religiösen zur profanen Musik beschleunigt. Man sagt, dass er die Musik von den Kirchen in die Konzertsäle geholt hat. Vivaldi hat uns mit seiner Musik beglückt. Wir sind mit ihr aufgewachsen. Sie hat uns unser Leben lang begleitet. Keiner hat Venedig so gut verstanden und so gut repräsentiert wie er. Für uns ist Vivaldi Venedig und Venedig Vivaldi.